Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tokyo Extreme Racer Drift 2. Ja, letzte Folge hatte ich ja gesagt, dass wir jetzt in den Tag wieder wechseln, weil in der Nacht haben wir alle abgeschlossen. Alle, die wir antreffen konnten. Schauen wir mal. 287 Fans, okay, das ist schon mal ordentlich. Und gucken wir erstmal unsere E-Mails und BBS-Nachrichten an. Was es denn hier so Neues gibt. Fangen wir erstmal beim Mail an. Okay, ich glaube, hier war nichts Besonderes dabei. Nee. Nur hier, aber. Ich weiß nicht, ich mache die jetzt mal alle weg, damit das nicht mehr angezeigt wird. Warte mal, wir können ja auch einfach. L2, Backmail. Ja, jetzt müssen wir eigentlich alle haben. Okay. B3. Okay, hier ist nichts für uns. Ich kann jetzt auch einfach mal alle schnell durchgehen, damit wir das auch alles sozusagen abgehakt haben. Hä? Trotzdem noch? Oh. Past Highway Courses. Apparently... He just disappeared all of the sudden. In his place now there are two champs called Miracle Summit and Absolute Imperator to mark milestones in the highway racing license proceed. Okay. Toll, ich muss mir die jetzt selber alle nochmal einzeln durchlesen. Also wenn ich jetzt hier R2 Next mache, hakt er das aber nicht ab. Schade. Ja. Ein bisschen kacke, aber ich denke mal, nächstes Mal werde ich das auf jeden Fall. Ja, ich mache das einfach kurz. Ich pausiere kurz und dann mache ich die alle weg. Okay, gut. Ich habe jetzt alles hier durchgelesen, durchgeskippt. War ja auf jeden Fall nichts für mich dabei. Transmission Level 4 und Say. Ach, stimmt. Wir hatten ja zwei Teile freigeschaltet, die wir im Gegenzug auch kaufen mussten. Transmission Level 4. Dann. Ja, irgendwas war doch noch. Okay. Habe ich das jetzt eigentlich ausgerüstet oder muss ich mir das nochmal jetzt separat kaufen? Lass mal kurz schauen. Warte mal, wo war nochmal Transmission? Ah, das muss doch beim. Okay. Warte, hier hatte ich doch auch irgendwas gekauft gehabt. Turbo. Hä? Transmission. Aha, guck mal. Ja, sicher, das nehmen wir auf jeden Fall. Geil. Okay, und irgendwas war es noch. Ich glaube, irgendwas mit Turbo. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Was da? Ich glaube, Turbine war es, ne? Ah, ja, okay. Aber CRA brauche ich nicht. Dann würde ich den verkaufen. Frage ist, wenn ich jetzt Tuning-Teile noch übrig habe, zum Beispiel jetzt den CRA Turbolader Level 2, kann ich den auf ein anderes Auto draufsetzen? Oder muss ich mir wirklich für jedes Fahrzeug extra die Teile kaufen? Skills herauszufinden, das heißt, ich lasse das mal drauf. Oder ich lasse es einfach mal in meinem Inventar. Und wir gucken dann einfach später mal. Okay, dann, gucken wir jetzt, was wir zu tun haben. Go Pass. Erstmal, ey, ups, auf Hakone. Schauen wir mal, ob da jemand Neues da ist. Ah, toll, die beiden kennen wir ja schon, also nichts Besonderes. Ja, wie sieht's denn eigentlich aus mit diesem Scheiß? Event, das man da machen konnte. Warte mal, hatten wir hier eigentlich alles schon fertig gemacht? Ich weiß es leider nicht mehr so genau. Aber ja, ja, doch, 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 das hatten wir alles fertig gemacht. Gymkhana auch alles. Advanced Race. Da war, glaube ich, Level 4 Voraussetzung, ne? Ziel Level 4, okay.
Ja, aber wie komme ich jetzt da hin? Also, ich habe 28,45, ich muss ja irgendwas noch machen, damit ich da hinkomme. Aber keine Ahnung, was ich dagegen tun kann. Ich gucke jetzt nochmal überall alles durch. Und hoffe, dass ich vielleicht doch noch irgendwo was finde, was ich übersehen hatte. Aber ich glaube, hier wird jetzt überall C-Level 4 Turnier sein. Oder warte, ich habe jetzt hier gar nicht geguckt. Ja, auch Level 4. Oh. So, Haruna. Advanced Race erstmal kurz checken, aber ja. Auch hier. C-Level 4. Und Normal Race haben wir auch alles. Yep. So, dann auf die alten Kurse. Hiroshima. Hier ist auch alles fertig. Advanced Race müsste... Ah, siehste. Hier haben wir nur das NA-Fest und das haben wir auch schon cleared. Was ist auf Hakone? Geht hier ab. Ansonsten müssen wir gleich wieder zur Nacht wechseln. Müssen wir so lange durchswitchen, bis wieder was da ist. Ja, haben wir auch. Das ist jetzt echt verzwickt. Weil ich nicht weiß, wie ich mein Ziellevel ja aufwerten kann. Gymkhana-Rennen bringen keine C-Level, ne? Sonst hätte ich die einfach nochmal welche gemacht, aber nein, die bringen keine. Hm. Ja, blöd. Kann man wohl so sagen. Sponsoren gibt es auch keine neuen, sonst hätten wir das ja direkt da in dem einen Connection-Netter gesehen. Also wir gehen wieder zurück zur Nacht. Ganz einfach. Mysterious Shop. Da war, glaube ich, nur diese Figur, ne? Ja, die ändert das Wetter. Oh, dann Go Pass. Dann fordern wir halt die nächsten Gegner heraus. Fangen wir auf Hakone an wieder. Alles abzuklappern. Okay, keine neuen Gegner. Schade. Hiroshima. Ein neuer. Ein High Gambler. Oh. Oh, ein R30 oder 31? Ja, R31, genau. ETS Turbo. Na dann komm. Get out of my face, you lost the moment. You met me. Okay. Was auch immer du von mir willst. Heul leise, Junge. Oh, kein Intro. Okay. Na dann. Ciao, ne? Understeer. Hui. Ah, gerade noch so geschafft. Mal gucken, ob wir den Formziel abschütteln können. Ja. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie genau das funktioniert. Leider Gottes, echt keine Ahnung. Gut, haben wir hier auch alle. Also ich frage mich echt, wie wir das jetzt anstellen sollen, dass wir unser C-Level aufwerten. Weil ohne C-Level kommen wir nicht vorwärts. Ein neuer und da hinten sind nochmal zwei neue. Okay.
Local Hero. I'm working part-time to save money for car tune-ups. Thought my technique still needs work. Zeige ich dir gleich. Opa! Das war jetzt auch wieder untersteuern, aber ich wollte einfach nur an ihm vorbei erstmal. Das war mir wichtiger, als die Kurve gut zu kriegen. Ich glaube, das wird jetzt ganz gut auf der Strecke hier. Können wir auf jeden Fall gut Vorsprung jetzt rausarbeiten. Vorsichtig, nicht in die Bande rein. Na, da hat er noch mal kurz aufgeholt. Oh! Ja, okay. Das war nichts. Gleicher Mann. Jetzt. Wunderschön. 1 Minute 1 hat es auch nur gedauert. So, die beiden hier auch noch. Mad Dog. Oh. Ja, das wird wahrscheinlich ein Drift-Rennen sein. CA war, glaube ich, Drift. Okay, come on forward. Okay, no back there. Hä? Also, schon bei Importuner Challenge habe ich schon gemerkt, dass diese Dialoge manchmal einfach nur willkürlicher Kauderwelsch sind, um einfach nur die Leute irgendwie abzufacken, habe ich das Gefühl manchmal. Das könnte jetzt gut werden. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht untersteuere und dann wieder in die Leitplanke reinrutsche. Aber die 13.000 haben wir ja gleich sogar schon. Ach, die hatten wir sogar jetzt schon gerade eben gehabt. Perfekt. Ah, dann. Oh, okay, das war zu schnell. Das hat damit hätte ich schon gerechnet. Alter, ich mache hier bessere Drifts als in meinem Leben, Alter. Das ist doch irgendwo gar nicht cool, ey. Ich glaube, es wird echt bald Zeit, ihn zu verkaufen. Um mir dafür ein anderes Driftfahrzeug zu kaufen. Ah, ich hab's gewusst. Naja, egal. Weit hinten ist der denn bitte, ey? Oh! Okay, das war klar. Das ist das, was ich immer wieder sage, dass nachdem die Handbremse gelöst wird, dass das Fahrzeug sich wieder gerade stellt und dann wieder Traktion aufbauen will und dann einfach komplett nach vorne marschiert, obwohl ich nicht mal auf dem Gas stehe. Yep, da sind wir im Ziel. Oh, hier unten war ich sogar noch nie. You win! War auch nicht so schwer, ehrlicherweise. Hatte schon so meine Bedenken. Aber tatsächlich, wenn ihr vorne Kratzer habt, macht euch keine Sorgen. Es ist relativ einfach, das zu schaffen. Oh, eine Frau. All day long I stand in an elevator and say, going up, I've gotta get old and have some fun. Ist also eine Fahrstuhlansagerin. Okay. Diesen Job wirklich gibt? Keine Ahnung. Also klar,
dass man so Sachen vertont, ja, so wie für Züge oder Fahrstühle oder Kaufhäuser oder sowas. Aber dass man das auch wirklich direkt live macht immer, glaube ich nicht, dass es das noch gibt heutzutage. Gibt man lieber ein paar tausend Euro aus für, ja, dass das jemand einen auf Ton spricht, sag ich mal. Dann hat man halt die Kosten einmal ausgegeben und muss nicht monatlich irgendwen dafür bezahlen. Gleich habe ich einen. Ah, Alter! Die Kurve habe ich auch wieder viel zu schnell genommen. Aber die Bremse, Alter, ich verstehe es nicht, Mann. Ist so heiß, klar, berg runter. Aber mit dem Levin hatten wir nicht mehr so viele Probleme gehabt. Also keine Ahnung, was hier mit der Bremse wirklich los ist. Okay, man muss aber auch sagen, der Levin hat die Hälfte an Leistung. Also fast die Hälfte, ja. 150 oder so hat der und der hat ja 177 hier, der CRX. So, Haruna haben wir fertig. Dann Akagi. Haben wir auch gleich schon fertig. Dann haben wir ja nur noch eine Strecke, diese Ura, was auch immer. Oh, hier ist wieder ein Team. Ey, warum heißt das Team? Auf Airstyle. Achso, ja, doch, macht ja Sinn. Frontmotor und Heckantrieb. Trottel. 50.000 gibt's dafür. Ah, okay, dann war der Boss wahrscheinlich der mit dem R32. Aber ist gar kein GTR, sondern GTST, genau. Da habe ich schon alleine an der Motorhaube erkannt. Und natürlich an den Stoßstangen erkennt man es auch, aber an der Motorhaube, das ist ziemlich prägnant, weil der nicht diesen typischen GTR-Grill hat, sondern die Haube ein Stück weiter runter geht vorne. Ja, ich glaube, hier wird es wieder arg Probleme mit der Bremse gleich geben. Warum jetzt hier? Boah, Alter, die Bodenwelle. Die hat es mir gerade echt gegeben. Ich wollte gerade sagen, komm, jetzt geben wir ein bisschen Gas hier, um einen Vorsprung aufzubauen. Aber ich vergesse immer wieder diese Bodenwelle, die mich richtig aushebelt. Wobei, so arg Probleme haben wir gerade ehrlicherweise nicht mit der Bremse. Irgendwie ist mein Licht gerade so leicht grün, hat so einen grünlichen Stich, finde ich irgendwie, so in manchen Bereichen. Oh nein, das wollte ich nicht. Alter, also diese Bodenwellen in den Kurven sind manchmal echt mies. Aber okay. Was ist denn das hier für eine Kiste, Alter? Das sagt mir jetzt irgendwie nichts. Das ist, glaube ich, ein C4O. Aber das Modell kenne ich jetzt nicht so. Das ist mir nicht geläufig. Endlich mal die Kurve gescheit genommen. Und die hier auch. Geil. Hoppala. Ah, bis jetzt läuft es eigentlich
Aber immer wenn ich sowas sage, dann passiert mir danach nur noch Scheiße. Ah, da haben wir ihn. Nice. So, der Boss wie immer am schlechtesten, den werden wir jetzt in unter einer Minute abhängen. Und gleich wird es nicht so sein. War wieder die blöde Bootwelle, ey. Ah, diesmal habe ich es nicht mehr geschafft, aber ich habe Mühe zu fest die Bremse gedrückt, dass er wieder blockiert hat oder ABS wieder eingreifen musste. Ah, wird doch nichts mit unter einer Minute. Schlägt sich ganz gut im Gegensatz zu den anderen Bossen von anderen Teams. Oh, den Kurve habe ich jetzt komplett falsch eingeschätzt, weil ich nicht wusste, dass da dieser Standstreifen da auf einmal aufgeht. Naja, trotzdem. Haben wir den vorm Ziel noch kalt gemacht? Ist ja auch mal was. So, hier haben wir jetzt alle. Jetzt fehlt nur noch Ura Rocco oder wie die Strecke nochmal heißt. Ja, Ura Rocco. Ja, toll, aber was mache ich dann? Soll ich dann als von Tag zu Nacht wieder wechseln oder was? Na, immerhin haben wir zwei Gegner, aber es sind jetzt auch keine besonderen Gegner leider. True Players. Bla bla bla. Oh. Na, damit habe ich schon gerechnet, dass er auf einmal. Ey, hallo! Junge, nur weil du so langsam bist, musst du mich nicht ausbremsen. Ist das dein Ernst? Alter, wie asozial ist er denn? Er versucht mich halt wirklich nicht vorbeizulassen und auszubremsen. Alter, das ist nicht wahr. Ist der Assi, ey. So, jetzt, Alter. Das habe ich ja noch nie gesehen. Aber man hat wirklich gesehen, dass er wirklich immer in meine Spur gefahren ist. Also das war schon mit Absicht. Das war kein Fehler vom Spiel jetzt. Oder von der KI. Krass. Alter. Was das für eine Technik sein soll, weiß ich auch nicht, aber okay. Oh, Alter. Ah, ich hätte vielleicht mal auf die Anzeige schauen sollen, dass der Pfeil auch rot war. Da hätte ich auch vielleicht die Kurve besser nehmen können. Ich vergesse immer wieder, wie anspruchsvoll die Kurven hier sind. 1,36. Okay, und dann nur noch einer. Hier kam Strawberry. R, my last car got totaled because of Suzuka. I'll just make a fresh start with this new car. Aber Hauptsache schon Vinyl drauf und Felgen. Hä? Folie, Fahrwerk, Felgen. Die drei Fs in Deutschland. Aber Start ist jetzt nicht so gut bei dem MR2. Oh mein Gott.
Nein! Boah, Alter, jetzt komme ich hier gar nicht mehr in den Flow rein. Jetzt ecke ich nur von einer Ecke zur anderen als an. Aber man merkt, dass das Fahrzeug von ihr auch klein und wendig ist. Also, richtig abhängen kann ich sie gerade nicht. Na, jetzt aber. Wenn ich mich hier gerade durch die Kurven geschlängelt habe. Ja, perfekt. Din, 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 din. Ja, und nu? Soll ich jetzt wieder zum Tag wechseln? Da passiert jetzt auch nicht viel mehr. Ah. Das ist auch irgendwie kacke, Alter. Ich bin halt gerade irgendwie so ein bisschen stuck, aber 299 Fans. Oh, Advanced Race Open. FR Attacker auf Ura Rocco. TAC Type Race Limited to Cars with FR Transmission. Oh, sehr schön. Zwei neue E-Mails. Und dann gehen wir auf Ura Rocco und machen das Rennen. Connection Net. Erstmal kurz. Ja, bla. Nix für mich. Long Horse. Ah, wir gucken mal, vielleicht ist trotzdem was für uns Besonderes dabei. Ja, so viel Scheiße hier. Ja, okay, das mache ich dann. Ich gucke nur ganz kurz, ob was Besonderes für mich da ist. Nö. Okay. E-Mails. Ah, nur unwichtige. Na gut. Dann ab geht's auf Ura Rocco. Go Pass, genau. Allein manchmal habe ich so kurze Aussetzer, wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Erstmal ganz kurz noch hier gucken, ob hier irgendwas Neues da ist. Naja, immer noch niemand. Oh, ne. Nein, nicht Parking. Oh. Was? Ist sogar jemand da? Alter. Oh, Sponsor. GT Youth. Alter, mit dem Stager. Success CA Battle Point 3500. Mit dem Stager soll ich driften auf einer Togestrecke. Alter, habt ihr eine Meise? Aber gut, ich probier's. Aha, und bei dem habe ich scheinbar noch keine Dingensbummens. Nein, ich durfte gar nicht anecken. Oh. Aber keine Tachonadel. Das ist gut zu wissen. Das muss ich auf jeden Fall updaten. Ja, aber immerhin weiß ich, dass hier jemand ist. Ich werde gleich mal alle Strecken abklappern, in der Hoffnung, dass ich neue Sponsoren finde. Aber erstmal machen wir eine Category Race. Oh, bitte. C-Level 9! You are in violation of regulation for this. Oh Mann! Wieso schalte ich das frei, wenn ich gar nicht das nötige Level dafür habe? Eligible Car. Achso, ja klar. Ja toll. Es bringt mir jetzt auch nichts, hier mein
Levin einzutauschen, weil ich brauche dafür C-Level 9. Boah, Mann. Ich habe mich schon gefreut, dass ich was Neues freigeschaltet habe und dann sowas. Na gut, dann lassen wir jetzt alle Strecken hier abklappern auf Parking. Wir hoffen, dass wir vielleicht da noch mehr Sachen finden. Es ist aber sehr selten, dass da mal jemand da ist, deswegen, das ist immer so ein Glückstreffer. Aber den Sponsor, den kann ich ja gleich nochmal probieren zu bestreiten, absolvieren, abzuhaken. Auch keiner? Haruna. Oder dann auf Hiroshima. Ich spreche immer Hiroshima so ganz komisch aus. Weiß nicht warum. Oh, da ist noch einer. Target Top. 110.000. Target Top. Alter, der MR2 sieht schon geil aus, ne? Das muss man ihn schon lassen. In 55 Sekunden muss ich schaffen. TAC Battle, okay. Jetzt Konzentration. Aber die hätten sich schon größere Endtöpfe draufklatschen können. Wow, der ist ein bisschen giftig auf der Vorderachse. Muss ich jetzt aufpassen. Ich glaube, ich werde mich so an meinen CRX dran gewöhnen, dass ich damit echt Probleme habe mit leistungsstarken Hecktrieblern. Alter, das Ding ist wirklich agil in der Kurve. Also der lenkt sehr, sehr schön ein. Aber klar, das ist halt ein Allradfahrzeug. Ne? Ja, was heißt klar? Ich glaube, Allradfahrzeuge, die sind das sehr unsportlich, was Einlenken angeht. Gerade noch so geschafft. Gerade noch so geschafft. Geil, den haben wir. Cool, dass immer wieder mal neue Sponsoren auftauchen. Aber es gibt ja nicht so viele. Ich glaube, es gibt nur 17 oder 14 Stück. So, Hakuna. Da haben wir auch wieder alles abgehakt hier. Am Tage. Ja. Versuchen wir den anderen Sponsor nochmal mit dem Stager nochmal anzufragen. Und zwar bei Tie-Ups Sponsor. GTU. Ich muss halt aufpassen, ne? Ich darf halt keinen Kontakt mit der Wand haben. Action! Uiuiui. Action! Nein! Ah, das ist nicht so leicht. Echt nicht leicht. Aber immerhin kann man hier so oft wie man will erneut versuchen. Okay, ich versuche jetzt einfach nur mal vorsichtig zu machen und nicht wieder auf Krampf wieder jede Stage perfekt abzuhaken. Oi, oi, oi. Aber der ist dann halt auch ein bisschen zickig, sobald es wieder ans gerade ausfahren geht. Ah, oh Mann, das war wirklich nur Mühe. Ach, ist das schwer. Oh, ich hoffe, ich vergraul den nicht. Also, das wäre echt makaber, wenn ich so oft da jetzt verkacke, dass er einfach so sagt, ja, kein Bock mehr auf dich, ich hau ab. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Gerade, ich muss in den Sektoren bestimmte Punktzahlen erreichen. Nein! Und da komme ich auf dann 3500. Ah!
Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, es gibt insgesamt 16 Sponsoren und wir haben jetzt, das ist die Nummer 8 von 16. Die Hälfte haben wir dann schon mal aufgedeckt. Oder ist dann Nummer 9, keine Ahnung. Ja, hier steht, dass ich 500 Punkte jetzt in dem CA-Sektor jetzt machen soll. Haben wir ja. So, im nächsten auch wieder 500. Jetzt hier im nächsten 200! Alter. Hopp, 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 hopp. Junge, Junge, Junge. Es ist wirklich so, als ob du auf rohen Eiern versuchst, oder mit rohen Eiern versuchst zu balancieren auf dem Löffel. Nein! Ja, toll, Alter! Alter, was ist denn das für ein heftiges Event, ey? Es sieht wirklich super einfach aus, aber es ist es absolut nicht, weil das Ding ist so lang. Und dann auch noch, sobald man von der Handbremse runtergeht, will er wieder geradeaus und hier und da und schalala und dann ja nichts berühren. Wenn wir jetzt noch Zeitdruck hätten, Alter, dann... Gute Nacht. Dann wäre das noch schwieriger, aber so geht's ja gerade noch. Also mir fehlt halt wirklich diese Kupplungsfunktion in dem Spiel hier. Dass es keine Kupplung gibt, ist ein bisschen kacke. Weil es würde es deutlich einfacher machen, solche Drifts hinzuzaubern. Nein! Mann, ich wollte nochmal zurückfahren, aber ich habe vergessen, auf welcher Taste Rückwärtsgang ist. Alter, ich werde mich da jetzt nicht der Rest der Folge hier mit diesem Event hier aufhalten. Aber ich will es machen. Also, ich will das abschließen. Ich will den Sponsor für mich gewinnen. Hoppala, ja, nichts berühren. Das genügt. Das genügt auch. Oh, da vorne ist noch eine Stage, ey. Nein! Nein! Ah, entweder habe ich was berührt oder weil ich stehen geblieben bin. Es kann natürlich auch sein, dass das auch nicht zählt, wenn ich stehen bleibe. Boah, Junge. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich werde zwar von Mal zu Mal besser, aber irgendwas kommt immer dazwischen. Jetzt komm aber. Jetzt enttäusch mich doch nicht, Baby. Oh, oh Mann, ey. Das ist aber auch, also was mich gerade ein bisschen sauer macht, nicht, dass ich das nicht schaffe, sondern weil ich immer wieder zurück ins Menü muss dafür. Warum kann man nicht einfach diese Funktion einführen, direkt da nochmal neu zu starten? Ah, ist das ätzend. Och nö. Ist das ätzend. Oh. Nee. Einfach nee. Warum? Ich wollte noch eigentlich in dieser Folge noch einmal in die Nacht gehen, ey. Ja, komm, jetzt muss es aber was werden. Okay.
darf halt auch nicht zu langsam werden. Das ist ja das nächste Problem, weil wenn ich zu langsam bin, dann schaffe ich halt manche Drift-Sektoren nicht mehr so gut. Da habe ich nicht genug Speed drauf, um Punktzahl zu bekommen. Alter, das war gerade so knapp. Ah, gerade noch so geschafft. Hoppala. Nein! Meine Fresse, Alter! Ich brauche mal kurz eine Trinkpause. Okay. Oh, komm schon, Alter. Umso öfter ich versuche, umso verkrampfter bin ich. Ach, kacke, ey. Weil ich immer weiß, also immer mehr Sachen weiß, die halt mich zum Ausscheiden bringen. Ey, das war also... Ihr wisst schon, was ich meine. Hä? Ich hab doch gar nichts berührt. Alter, ich werd echt immer schlechter. Ah, komm schon. Immer dieses Menü, ey. Das ist doch kacke. Aber gut, das Spiel ist halt fast 20 Jahre alt, oder? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, aber das Spiel hat schon ein paar Tage auf dem Buckel. Oh no! Alter, immer im letzten Sektor, Alter. Scheiße. Oh Mann, Alter. Das ist die härteste Challenge, die ich in dem Spiel bis jetzt hatte. Da kommen nicht mal diese Time Attack oder Drift Events in Frage auf Gymkhana. Ja, das ist zu weit. Ja, aber trotzdem noch gesaved. Ja, okay, da war ich wieder zu aggressiv. Mano mio. Was, Mano mio? Mamma mia. Ne. Also wenn ich schweige, dann bin ich auf jeden Fall ein bisschen besser dran. Oh Gott, das war super knapp. Nein, ich hab's gewusst, ey. Ach, Leute, wisst ihr was? Ich pausiere die Aufnahme jetzt, beziehungsweise für euch pausiere ich sie. Und sobald ich einen Lauf habe, wo ich das geschafft habe, hole ich euch einfach wieder dazu. Jawoll! Da warst du endlich, Alter. Sogar 9272 geschafft. Aber, ich bin echt außer Atem, ey.
Aber gut, der Sponsor gehört jetzt endlich uns. Da würde ich sagen, klatschen wir doch die Sticker auf den Karren drauf. Tune Car. Hier, genau. Oh, dass ich überlegen muss, ey. So, meiste Geld gibt ja auf den Windschutzscheiben. Was? Gibt on-off hier. Okay, und auf der Frontscheibe 30. Complete Auto. Graffiti Art. GPU. Okay, ich habe Complete Auto schon drauf, ne? Scheiben aus, die habe ich auch schon beide. Frontstoßstange. Ah, Holz. Nehme ich halt einen von denen. Ich weiß, es ist eigentlich voll die Verschwendung. Aber geht nicht anders. ETUs, ne? So, habe ich jetzt noch irgendwen, den ich noch nicht hatte? Okay, ich habe alle schon drauf. Na gut. Okay, okay. Ja, gut dann, Leute. Würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, haut rein und... Ciao!